Hallo und herzlich willkommen beim Landluftblog. Diesmal schauen wir uns an, wie man einen Hühnerstall bauen kann. Du siehst hier schon unseren Hühnerstall, er ist noch nicht ganz fertig. Das ist das Video Teil Nummer 1. Im Frühling geht es mit den Bauarbeiten weiter, rechtzeitig bevor die Hühner wirklich kommen. Der Stall hat ungefähr 2 bis 3 Quadratmeter Grundfläche und ist an der höchsten Stelle 2,5 Meter hoch. Was wir dafür brauchen, ist eine große Menge an Brettern. Bretter für in Summe etwa 50 Quadratmeter Verschalung. Es ist besser, etwas mehr Bretter zu nehmen. Wer so etwas schon gemacht hat, weiß, es gibt immer eine Menge Verschnitt. Was wir weiterhin brauchen, ist eine ganze Menge an Kanten, sehr viele Schrauben, sehr viele Nägel, 2 Scharniere, die großen Scharniere, die du hier siehst, für die Türen. Wir haben hier auch noch ein Türschloss und Akkuschrauber bzw. Akkubohrer, sowie in unserem Fall, wir haben 2 Fenster eingebaut in den Hühnerstall, damit Licht zu den Hühnern gelangen kann. Das begünstigt vor allem im Winter das Eierlegen. Wir haben 2 alte Dachfenster verwendet für beide Seiten. Du siehst sie dann später im Video noch genauer. Hier sind bereits die ersten Balken für die Konstruktion zugeschnitten. Du siehst die Fläche, die wir mit Waschbetonplatten ausgelegt haben und den starken vorderen Balken sowie den hinteren Balken. Und hier stehen bereits erste Teile der Konstruktion. Du siehst es dann später noch genauer. An jeder Verstrebung schrauben wir Kanten an. Die Grundkonstruktion sind 4 Balken, auf denen dann die anderen Balken aufgebaut werden. In unserem Fall ist es so, dass wir mit dem Bau etwas außerhalb anfangen mussten. Das ist auf einem flachen Gelände, das gut zugänglich ist, natürlich nicht nötig. Wir haben dann im Inneren bereits die äußeren Verschalungsbretter angebracht und dann erst an den endgültigen Bestimmungsort gesetzt. Du siehst hier die Konstruktion. Eine Dachschräge ist bereits eingebaut und die wichtigsten Balken sind bereits mit Lasur eingelassen. Später wird der gesamte Stall lasiert. Die Konstruktion lässt Raum für 2 Fenster, eine kleine Tür, durch die die Hühner in ihren Freibereich, der später noch gebaut wird, aus- und einsteigen können, und genügend Raum für eine große Tür, damit wir beim Ausmisten und bei der Pflege der Hühner keine Probleme haben. Nun folgt die Verschalungsarbeit. Der gesamte Stall wird im Außenbereich vollkommen verschalt. Freigelassen werden natürlich nur die Teile für die Fenster, die Türen und die kleine Einstiegs- und Ausstiegsklappe. Die Nachbarn sind unsere Kaninchen. Sie sind schon sehr gespannt, was hier passiert, und schauen uns beim Arbeiten genau zu. Dasselbe tun auch unsere 2 Hunde, die sich wundern, was hier schon wieder passiert. Das eine Dachfenster ist bereits eingebaut. Wir haben es einfach an der Verschalung angenagelt. Nachdem die äußere Verschalung fast komplett ist, haben wir beschlossen, uns ans Dach zu machen. Es ist Regen angesagt und wir wollen das Dach fertig haben. Die Wände außen sind da nicht so wichtig. Damit wir das Dach auch dämmen können, es soll der Hühnerstall gedämmt werden, damit die Hühner es halbwegs warm haben im Winter, verwenden wir eine Dampfsperre. Hier siehst du die Dampfsperre bereits über der Innenverschalung, die wir hier zuerst angebracht haben, montiert. Und hier siehst du das Dach von oben, von außen. Wir haben uns beim Dach für eine Schafwolldämmung entschieden. Beim Dach speziell deswegen, weil es sehr gut vor Feuchtigkeit geschützt ist und deshalb die Schafwolle in aller Ruhe dort oben sein kann. Bei den Seiten verwenden wir dann Styropor. Du siehst, hier ist das Dach schon zu einem guten Teil mit Verschalungshölzern von oben bedeckt. Das letzte bisschen der Schafwollisolierung sieht hier noch heraus und wird gleich mit einem weiteren Brett bedeckt werden. Wir haben das Dach dann mit einer Dachfolie bekleidet,
Und drüber kommt nun ganz normales Wellblech. Blech ist nicht ganz der richtige Ausdruck, denn es besteht aus Kunststoff. Du siehst hier die Dachdecker arbeiten in der Abendsonne. Nachdem das Dach nun fertig ist, können die Regentage kommen. Weiter geht's wieder im Sonnenschein mit der Außenverschalung. Du siehst hier im Inneren des Stalls den Waschbetonboden und die Ausstiegsluke für die Hühner, die später noch eine Klapptür bekommt, die sie selbst bedienen können. Die Verschalung ist nun beinahe abgeschlossen, das Fenster mit Verglasung ist bereits eingebaut, nur noch kleine Teile fehlen. Im Inneren ist das hintere Fenster ebenfalls schon eingesetzt, das Glas fehlt noch. Und hier siehst du noch einmal die Luke für die Hühner und die Kante des Fensters. Beide Fenster liegen einander gegenüber, so ist ein guter Lüftungseffekt gegeben. Der Stall ist nun schon außen lasiert. Die Verschalung außen ist fertig, auch die Dämmung innen ist zu einem guten Teil fertig und die Verschalung innen ist schon sehr weit bedient. Ich nehme euch mit zu einem Spaziergang um den Stall herum. Du siehst hier, man kann durch die beiden Fenster durchsehen. Das Dach ist sicher, hat schon so manchen Regen mitgemacht mittlerweile. Es hält gut trocken. Der Stall ist an seiner höchsten Stelle knapp 2,50 Meter hoch. An der hinteren Kante ist er etwa 2 Meter hoch. Die Wetterseite ist vollkommen dicht. Oben kommt dann auch noch ein Brett hin. Das ist hier die Hinterseite, die später zum Freigehege der Hühner führen wird. Und gleich daneben einer unserer Komposthaufen, auf dem sie dann scharren können und sich aussuchen, was sie fressen möchten. Wir gehen ins Innere weiter. Die Dachverschalung ist bereits fertig und auch an den Wänden ist einiges an Verschalung schon gemacht. Styropor ist hier der Dämmstoff der Wahl. Und auch hier haben wir eine Dampfsperre eingebaut. Die Verschalung ist noch nicht komplett, damit gut zu sehen ist, wie die Dämmung und die Dampfsperre funktionieren. Wie genau du eine Dampfsperre anbringst, die Informationen dazu findest du auf der jeweiligen Folie. Die Bauanleitung für die Tür und die kleine Hühnerklappe sowie die Inneneinrichtung des Stalls gibt es im Frühling im zweiten Teil dieses Videos. Nähere Informationen findest du auf dielandluft.blogspot.com. Über deine Kommentare und Fragen freue ich mich sehr.